So. Mann, ist das schattig hier, ey. Ja. Alter. Da draußen scheint die Sonne, dann ist unsere schöne Buchte hier. Ich hatte hier mal zugedreht das letzte Mal. Jetzt machen wir wieder auf. Das ist schon wieder besser. So, Gerrit, wir stehen nach wie vor an der AWO und wir haben hier ein bisschen... AWO, OW, 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 OW. Oh, loses Kabel, ach, Kabel brauchen wir nicht, weg damit. Das gute Stück sorgt für Kopfschmerz. Wir haben das letzte Mal ganz klugscheißerig erzählt, dass diese Buchsen hier ja scheinbar irgendein Wasserrohr sind oder sowas. Das müssen wir jetzt an der Stelle einmal dementieren. Es sind tatsächlich die regulären Pertinax-Buchsen. Es sind Pertinax-Buchsen, allerdings total bearbeitet, runtergeschliffen, kaputt. Da hat sich jemand dran verewigt. Wir schauen mal hier, das sind originale neue jetzt aus der Online-Welt. Die sind auch ein Stück länger. Ja. Ich muss jetzt noch rausfinden, ob die passen, was wir jetzt gemacht haben. Die haben alle so ein zehntes Spiel, also eigentlich auch nicht viel schöner. Wir haben die jetzt mal in Öl eingelegt, weil tatsächlich auch diese Kleidlager für die Telegabel und sowas, die muss man ja alle mal so mindestens 24 Stunden in Öl einlegen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Man sieht das auch total nass, da ist das Ölbad noch. Eigentlich heißt es so Material, also wir wussten nicht, welches Material hier verwendet wird, kann aufquellen im Öl. Das heißt, würde für uns den Vorteil haben, dass es sich normalerweise aufquillt, dass es eventuell das Spiel, was wir jetzt noch haben, ausgleicht. Es kann den Nachteil haben, wenn das sehr passig ist, bei der Telegabel kommt das sehr oft vor, wenn man die neu macht, die Telegabel, haben schon sehr viele erlebt. Die bauen diese Ringe trocken ein, fetten das alles und nach ungefähr einer Woche und die fahren das erste Mal, ist die Telegabel fest. Das heißt, beim ersten Einfedern stampft die vielleicht noch ein und bleibt unten und das ist sehr unangenehm. Richtig. Weil diese Ringe dehnen sich dann aus. Also in der Telegabel, das steht so auch in der Bedienungsanleitung, diese Ringe müssen in Öl eingelegt werden, dass die sich vollsaugen und danach mit einer Reibahle angepasst werden auf die Chromschicht, dass es passt, dass es gleitet. Wir haben jetzt gehofft, dass dieses Material ähnliche Eigenschaften hat, aber anscheinend hat es das nicht. Ich werde es jetzt erstmal einbauen, um zu testen, wie viel Spiel ich wieder habe oder ob es vielleicht doch sich ein bisschen, keine Ahnung. Wir haben immer noch Hoffnung. und ansonsten werde ich mir nochmal die Nadellager bestellen. Ja. Aber das wäre dann nachträglich, das weiß ich noch nicht. Was ich halt auch gesehen habe, das ist halt die zweite Frage, die Bolzen sind abgenutzt. Die haben von vorne nach hinten, was habe ich gesagt, zwischen 2 und 4 Zehntel Unterschied. Das ist natürlich, das wird man hier wieder nicht sehen. Das wackelt hier schon auf dem Bolzen so ein bisschen. Ich muss halt jetzt schauen, wie viel macht das im eingebauten Zustand aus. Weil, ja, der TÜV, wenn der TÜV so wackelt und man kann es wackeln, dann ist es ein Ausschlussgrund für den TÜV. Wenn es zu halbwegs in Ordnung ist, das Ding bleibt ja keine Rennmaschine, wo ich jetzt tausende Kilometer über Querfeld einfahren will, sondern es soll ein Oldtimer bleiben. Richtig. Und die Entscheidung machen wir jetzt nach dem Zusammenbau. So, wir legen mal los. Hier habe ich jetzt die Buchsen mal ein bisschen mit Schleifvlies sauber gemacht. Was nämlich war, da die alten Buchsen zu klein waren, hat man das später lackiert, waren hier überall die Lackringe nach innen. Und damit hat man die neuen Buchsen nicht reingekriegt. So, die alten Buchsen sind ja hier, die sind sogar passender als die neuen. Das macht mir Angst. So, stecken wir das mal so da rein. Aber wenn man es so jetzt ist es saugend, wenn man es schön reinsteckt. So, ne? Mhm. Und hier hinten guckt es Mühe raus. Und das soll nämlich auch sein, dass diese Kappe hier, die soll ja später, soll das ja auf der Buchse gleiten. Und nicht auf dem Metall, sonst würde sich das Metall hier abnutzen. Ne? Ja. So denke ich mir jedenfalls, dass es so sein soll. So, die Löcher haben wir ja auch gebohrt. Kriegen wir es von hier rein oder von innen? Ich glaube, hier war es von innen. Aber sie sitzen schon. Hände wie ein Schraubstock, Hände wie ein Schraubstock. Ja, auf alle Fälle. Gut, das drückt sich hinterher gleich rein. Dann könnte man jetzt eigentlich die Bolzen nehmen. Die Bolzen haben ja eine Verdrehsicherung. Jetzt machen wir nochmal den Dreck runter. Man könnte jetzt auch gleich schon Fett reinpumpen. Ich habe auch so ein bisschen Hoffnung, dass das, wenn man da Fett reinpumpt hinterher, dass sich das vielleicht im Fett noch ein bisschen stabilisiert. Aber ja, vielleicht erzähle ich auch genug Blödsinn jetzt. So. Das ist diese Verdrehstabilisierung, die ist da unten, also müssen wir jetzt mal gucken. Wo ist er da unten? Ist er? Da.
So, jetzt müssen wir suchen, dass ich die finde hier. Wo ist denn der Kunststoffhammer? Okay, da will er noch nicht. Das ist immer so das Doofe hier. Es ist ja hier auch noch nicht wirklich zu finden, wo hier was ist, ne? Wo ist er denn? Da ist er. Richtig, da ist er ja auch nicht mehr. Eigentlich ist er schon fast weg, ne? Mhm. Ja, so richtig will er auch noch nicht rein. Gucken wir, ob wir einen Punkt finden, wo er besser gleitet, ne? Okay. Ja, anscheinend noch nicht. Wir könnten uns ja mal eine Markierung machen, ne? Mhm. Wenn man das jetzt so sieht. So. Siehst du, so sieht das schon schöner aus, ne? Mhm. Ja, der rutscht ja hier fast durch, ne? Aber der hat auch auf denselben Anschlag bleibt er stehen. Aha, er kommt. Er ist drin. So muss er sein. So. Ja, der will einfach nicht, dass alles, siehst du das? Hm. So. Fest. Jetzt wäre er erstmal drin, ohne festzuziehen. Fühlt sich jetzt gut an. Finde ich. Gefällt mir. Und es ist ja noch nicht festgezogen, ne? Richtig. Bisschen was haben wir gekauft, so Kleinkram. Ja. Kleinkram für 400 Euro. Da sind sie. Ich kann ja sowas mal ein bisschen hier mit hochnehmen. Die Hardingscheibe brauchen wir später. Die Kupplungsdruckstange brauchen wir vielleicht gleich. So, und hier habe ich die Bremsfeder, habe ich zweimal gekauft, ne? Mhm. Weil da gehören nämlich zwei rein. Mhm. War nämlich auch noch. So, guck mal. Du würdest jetzt auch die nehmen, ne? Ja, wenn wir nicht. Weil das ist ja auch nur irgendwie vom LKW wahrscheinlich eine Radschraube. Ja. Ja, das kann doch hier sein. Das sind diese anderen auch so einen selbstsicheren Kranz, oder? Muss ja hier so eine Gleitfeder haben. Und so. Und dann kommen hier hinterher nur diese Zierkappen drauf. Mhm. Dann können wir das hier schon mal rauspacken, dass wir das nicht verwechseln hinterher. Mit sonst was. Ich ziehe es mal drüben an. Ich will noch nicht bauen, ne? Den kann man jetzt auch nicht gegenhalten, ne? Das macht ja eigentlich nur noch der Stift innen drin. Genau. Also die Reste von dem Stift, die so rausguckt, ne? Ja. Und jetzt ballere ich ja auf die Buchse, ne? Ja. Weil die Buchse ist ja länger und so soll es ja eigentlich auch sein. Und vorher war die Buchse zu kurz und hatte das ganze Ding natürlich auch noch spielen, ne? Ja. Deswegen konnte die seitlich auch rücken, so ein bisschen. Ja, dann kommt das Fett auch noch schön hier raus, so ein bisschen sieht man das ja, ne? Ja. Das lasse ich, glaube ich, auch als Rostschutz oder so. Na gut, drumherum, das können wir abmachen. Wenn man jetzt hier zum Träger guckt, sieht man das. Da bewegt sich gar nicht mehr. Vorher konnte man die ja hier hinten, so, um so ein Stück ungefähr. Mhm. Das war auch nicht viel, aber fürs Fahrverhalten, das hat man beim Fahren gemerkt, dass die hinten versetzt hat. Dick, dick, dick. Ja, das merkst du. Das ist ekelhaft. Und jetzt sieht man ja hier, wie der stramm ist. Stücke. Die Fettlippe tun wir mal noch nicht weg, falls wir am Kardanantrieb nachher noch was fetten wollen. Ne? Mhm. Und wir entscheiden. Ist jetzt das Getriebe dran oder? Ich glaube ja, ne? Hat man das schon gezeigt mit den Dings? Nee, ne? Nee. Das Getriebe brauchen wir noch gar nicht weiter. Die schmeiße ich weg, ne? Ja, ja, möchte nicht. War ja eine Undichtigkeit, hier hinten war alles ein bisschen nass. Ich war der Meinung, dass hier, also diese Dichtung war auf jeden Fall undicht, da war es zwischen den Dichtungen komplett nass. Mhm. Und hier hat es gesifft. Da habe ich jetzt hier eine neue Dichtung mit Dirko eingeklebt. Dabei habe ich halt gesehen, dass die Hardingscheibe kaputt ist und dass hier an diesem Mitnehmer extrem viel Spiel war. Das habe ich auseinandergebaut, habe gesehen, dass die Mutter war lose, hat nur noch auf den Splint durch den Splint gehalten und der Konus hat nicht mehr getragen. Der war dreckig, da war Rost zwischen. Und in dem Konus ist auch ein Keil, der war total ausgenudelt. Das habe ich jetzt erneuert, ich habe den Konus gereinigt. Diese Mitnehmer habe ich leider nicht in neu gefunden. Die Hardingscheibe und das Blech ist neu, aber das Blech war gerissen.
Der Keil ist neu und dann haben wir das alles neu befestigt und ich habe hier hinter dem Wellendichtring gleich neu gemacht. Da habe ich jetzt eine Doppellippe eingebaut. Vorher war eine einfache Lippe drin. Ja. Der war aber noch dicht. Ich habe nur, weil hier will ich ja nicht wieder ran, den neu gemacht. Die Dichtung ist neu und die Dichtung habe ich auch gleich neu gemacht. Einfach aus, weil ich hier auch mal reinschauen wollte, wie alles funktioniert. Dann habe ich den Leerlaufkontakt noch neu gemacht. Der hatte, hat nicht mehr richtig funktioniert. Ja, und die Öldichtscheiben habe ich auch noch erneuert. Auf der Seite sieht noch alles gut aus. Ja. Achso, nee, das Getriebe bauen wir jetzt nicht ein, ne? Ja. Fällt mir gerade ein. Wir haben die Kupplung ja noch nicht wieder fest. Achso. Und eigentlich wollten wir die Kupplung mal zeigen. Und mir ist eine Idee gekommen, was jetzt die Ursache war. Ja. Also im Nachhinein, ich zeige euch das mal. Wenn man drüber nachdenkt, wird das nämlich auch so sein. So, im ersten Moment habe ich ja gedacht, ich wollte gucken, warum hier Spiel ist. Das Spiel ist so ein bisschen normal, weil das ist ein Teil, hier drinnen sitzen Gummis als Dämpfungsschutz. So ein bisschen darf sich das bewegen. Außerdem wird diese Mutter hier, dieser Zahnkranzmitnehmer, wird ja von einer Getriebewelle geführt. Mhm. Dahinter sitzt die Druckscheibe, wo die Kupplung, wo die Kupplungsstange drin ist, eine Kupplungsscheibe. So, jetzt sitzt sie drin und das ist das Kupplungslager. Das sitzt ja im Getriebe. Und wenn ich hier drauf drücke, auf diese Stange nach da, kann ich natürlich jetzt nicht, löse ich die Kupplung. Und das beim Drücken hat das Krach gemacht. Ja. Und ich wollte herausfinden, warum. Wenn man jetzt genau schaut, hier sind Laufspuren an der Druckwelle. Das muss ich jetzt noch mal ganz kurz zeigen. Das sind diese Spuren. Musst du vielleicht noch mal herkommen. Diese Druckwelle sitzt hier hinten, wo wir schon mal das Lager im eingebauten Zustand getauscht haben. Und hier vorne guckt die Stange raus. Und wenn man sieht, das ist, muss die hier an dieser, die ist mit Licht jetzt, ne? An dieser Stelle muss die geschliffen haben. Durch Taumeln. Da. Mhm. Ne? Unsere erste Vermutung war ja, was gerne mal passiert, dass dieser Vierkant abbricht. Ja. Das hat die Folge, dass das nicht mehr geführt ist und dass es drin umher schlackert. Und dass die, ne? Und, aber man kann immer noch, weil die Druckkupplung hat ja funktioniert. Es würde immer noch, wenn das nur hier vorne der kleine Vierkant abbricht, wenn es außen ist, aufdrücken auf die Kupplung. Mhm. Ist ja nicht, war ja alles heile. Ich habe aber einen anderen Fehler gefunden. Den zeige ich euch jetzt. Kenner wissen es vielleicht auch schon. So, jetzt muss ich mal versuchen, vorsichtig wieder die Federn zu lösen. Und das ist die Druckplatte. Die man nach hinten drückt. Die man nach hinten drückt. Hier sieht man jetzt auch die drei Federn, wo die gegen sitzt. Ja. Da. Die nehme ich mal raus, dass man sie nicht vergisst, verliert. So, und jetzt gehe ich mal rüber zu dir ins Licht. Oder so. Und wie man es jetzt sieht, wir brauchen an dieser Scheibe immer nur jede zweite Loch. Und die Löcher waren eingebaut. Mhm. Die sind ausgenudelt, einfach durch Verschleiß. Und ich habe erst, wir haben erst ein bisschen Rücksprache gehalten. Eigentlich, ja, gut, da klappert das ein bisschen. Ja, und jetzt, aber wenn man die Löcher anguckt, die gehen aus der Mitte raus. Nach außen. Das heißt, in der Mitte dieser Punkt, der macht dann auch. Ja. Diesen. Und dieses bisschen, das reicht schon, weil die Stange hier drinne, die sitzt da ja richtig, ne? Knirsch drin. Wenn man das nochmal so sieht, drücke das nochmal. Die Stange hier drinne, das sitzt jetzt hier drauf. So sitzt das. Und so dreht sich ja die Kupplung. Und wenn das natürlich dann. Das ist mein Geräusch. Ja. Hörst du das? Das ist dieses scheppernde Brrrr, ja, was ich hatte. Ganz einfach, weil diese langen Löcher, diese Löcher schon Langlöcher geworden sind. Gott sei Dank haben sie damals nachgedacht und haben doppelt so viele Löcher reingebaut, wie man braucht. Die Kupplung kann man einmal versetzen. Ich habe jetzt die Löcher, nehme ich nicht mehr, sondern nehme die. Mein Problem war jetzt auch, dass die Kupplungsbolzen alle schon nicht mehr die allerbesten sind und es hat nicht ganz sauber gepasst. Es hat nicht ganz sauber gepasst. Jetzt habe ich mir die Löcher entgratet und einen halben Millimeter aufgebohrt. Klingt jetzt fies, aber dass die jetzt hier, sieht ja das, man, die will so kaum drauf rutschen, dass die jetzt hier sauber sitzt. Das ist jetzt ein Zehntelchen, aber jetzt habe ich dieses Spiel nicht mehr, dieses Klack, 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 Klack. Und wenn die Kupplung eingebaut ist, habe ich probiert, rutscht die auch. So.
Ne? Weil das ist ja die Druckscheibe, die auch sauber rutschen muss. Ja. Wenn die nicht rutscht, kann ich nicht kuppeln. Es gibt das Ganze schön in Sportausführung, kostet auch gar nicht so viel teurer. Habe ich auch was gedacht, ich nehme das. Aber zu wenig Schwungmasse bei so einem alten Motor ist auch nicht gut. Glaube ich jedenfalls, würde ich jetzt behaupten. Ihr könnt uns ja wieder eines Besseren belehren, könnt uns ja wieder beratend in den Kommentaren. Nee, meine ich ehrlich. Ihr könnt euch gerne mal beraten. Eventuell sind die Videos ja wieder schneller, als wir zusammengebaut haben, weil es dauert hier doch eine ganze Weile. Der Erfahrungswert ist bei uns einfach nicht so da. Ich aus meiner jetzigen Überzeugung sage, ich versuche das jetzt mal einzubauen, weil ich fahre eh nur 1000 Kilometer, 2000 Kilometer im Jahr mit dem Ding. Mehr wird es nicht werden. Ich gehe davon aus, dass das die Hauptursache für das Geräusch ist. So, die Kupplung ist wieder drin, alles wieder brav festgeschraubt, wie es sich gehört. Und jetzt kommt der Moment der Momente. Genau. Das Große muss in das Kleine. Wichtig ist jetzt hier die Stange. Darum ging es uns ja eigentlich. Ich habe ja nicht gewusst, dass die Kupplung kaputt ist. Die Stange müssen wir jetzt bei diesem Modell halt vorher reinstecken. Eventuell, oder ich kann es von unten, wenn ich es ein bisschen kippe. Ach, lieber nicht. Ich versuch's mal. Und ich weiß, wir haben das irgendwie von hier oben. Genau. So schon mal nicht. Ich weiß, ich hatte es zum Schluss komplett rübergedreht irgendwie, ne? Mhm. Die Stange wurde ab. Ja. Ich glaube, die mache ich doch nochmal. Wenn ich den Punkt gefunden habe, wie es reingeht. Ja, das sieht gut aus. Muss ja hier an diesem Herzkasten vorbeikommen, hätte ich fast gesagt. Darf ich das leider nicht so richtig von der anderen Seite zeigen? Da steht der Dicke im Weg. Entschuldigung. Das sieht gut aus. Jetzt muss es noch einmal drehen und einhelfen. Ui, und ich in der Hose. So, die Aro-Experten lachen sich jetzt wieder einen ab. Auf alle Fälle. Aber und womit? Mit Recht. Mit Recht, richtig. Es sei euch gegönnt an der Stelle. So, und jetzt kommt das geilste Spiel dabei. Das ist jetzt der Punkt, dass eigentlich die Schwinge im Wege ist, ne? Die hatten wir, glaube... Nee, hatten wir auch so beim Ausbau. Nee, ich glaube, wir hatten die weggebaut. Und die waren müh nach hinten. Ja. Was geht da jetzt drum, dass wir jetzt diese Druckstange da reinkriegen vorher? Mhm. Ja, sitzen tut's, aber ist die Druckstange drin, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Könnte man ja hier mal eine Schraube oben ansetzen. Scheibe ist ja egal. Hauptsache es hängt das mal, ne? Richtig. Oh, da will sie nicht. Warum auch immer. Geht nicht rein. Ha, wunderbar. Danke, mein Hase. Bitte. Jetzt muss ich überprüfen, ob sie sich drehen lässt. Wenn sie sich drehen lässt, ist sie nicht drin. Mhm. Sitzt aber eigentlich sehr weit drin. Wie wollen wir das einmal rausziehen, ne? Ja, genau. Oh mein Gott, sehen kann ich. Das könntest du sogar theoretisch. Sehen kann ich gar nicht. Super. Ich glaube, wir müssen das oben mal festziehen. So, lässt sich die jetzt drehen? Ja, nein. Oder man muss einen Kicker anbauen? Nein, sie lässt sich nicht drehen. Es ist fest. Das ist gut. Also ich meine, es ist schnell gewechselt, ne? Wenn ich ganz ehrlich bin, das sieht schlecht gearbeitet aus, das neue. Das hat auch weniger Rollen, ne? Weniger Kugeln. Ja, das ist, glaube ich, die neue Variante, das ist die alte Variante, ne? Ich würde das mit mehr nehmen. Ja, ne? Das hat ja immer die entgegengesetzten, das hat nur eine Sorte, ne? Genau. Man braucht es nicht fetten, das war eine Falschinformation von uns, weil das Getriebe hat einen Ölkanal, wo es oben reintropft und unten auch wieder rausläuft. Durch das Getriebe, es wird durch eine Schleuderölschmierung wird das geschmiert. Das Zahnräder schleudern ist oben auf so einem kleinen Dachrinne. Ja. Da ist ein Loch und da läuft es genau in dieses Dings rein. Und die Kanäle habe ich sauber gemacht, weil die waren mit Fett voll. Unser Fehler. Mein Fehler. Aber man lernt immer wieder dazu. Was ich nur mache, ist einmal
den Dichtring von der neuen. Das können wir einbauen hier. Man kann hier ein bisschen Tropfen Ölspray dran machen. Ne? Das könnte man machen. Ich suche gerade, haben wir nicht auch was gehabt hier? Bremsenreiniger. Das ist doch eine ganze Kanne voll mit Öl. Ein ganzes Ölbad. Öl, ganz ach, Ölbad. Ja. Hier haben wir übrigens, hätten wir hier aber vorbereitet, ein Ölbad für die Lager. Lager, genau, das reicht mir. Das ist ja das Getriebeöl. Eben. Genau, so, armer Ränder. So, sitzt und jetzt nehme ich hier nehme ich aber das neue. Würde ich behaupten, das ist das alte, das kenne ich ja dann auch später nochmal. Und hier, das ist nämlich das, hier sitzt auch ein dicker O-Ring drauf. So, das ist jetzt das Gegenstück Drucklager, wo hier das Lager drauf läuft. Und hier ist ein dicker O-Ring, der ist nach außen abdichtet. Der gleitet und hier drückt der Kupplungshebel drauf. Und hier müssen wir natürlich auch einmal kurz sauber machen. Immer. Und es kommt kein Fett dran. Hier machen wir natürlich schön Öl dran. Es kann natürlich auch sein, dass wir durch das Fett sonst, was hier irgendwie einen Ölkanal gebaut haben, und dass damals hier das Öl dann irgendwann rausgelaufen ist. Weiß ich noch nicht. So. Ah, ja. Ja, der will nicht rein. Der geht nicht rein. Das geht, warum geht er nicht rein? Wegen dem dicken Ölrand wahrscheinlich. Wegen dem dicken O-Ring. Könnte es sein. Sitzt der Rest tief genug? Der Rest sitzt tief genug, bin ich der Meinung. Ja, tief genug sitzt der Rest. Ja, der O-Ring ist ein bisschen dick. Trotz, dass wir den geschmeidig gemacht haben, ne? Eieieiei, das kann doch eigentlich auch nicht gut gehen, oder? Er geht nicht, na toll. Er geht nicht rein. Das liegt aber tatsächlich am O-Ring. Hier ist ein, weil das Lager ist tief genug. Ah, hier ist ein Grat dran. Hier ist ein scharfer Grat. Danach kommt eine Senke, eine schöne Senke, aber außen ist ein scharfer Grat. Das ist natürlich wieder geil. Nehmen wir kurz das Getriebe raus. Ja. Gut. Ja, es ist halt alles so ein bisschen benutzt, ne? Ausgeschabt. Na klar. Bleibt ja nicht aus. Weil Baujahr 60. Man weiß mal, von wann das Getriebe ist. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht original. Vielleicht ist das auch schon von 58 oder was weiß ich. Ja. Gerade Getriebe, die passen ja auch für Touren und Sport sowieso. Beide gleich, soweit ich weiß. Es gibt halt nur einen Unterschied zum Hacker-Getriebe. Das ist das ganz alte von der Ur-Arbo. Und beim Kardan gibt es den Unterschied Hacker, Normal und Beiwagen. Gibt es nochmal verschiedene. Soweit ich das weiß. Was es gibt Getriebe mit Innenanschlag und Außenanschlag, aber ich glaube, dass mit Außenanschlag ist das Hacker, sogenannte Hackergetriebe, soweit ich das weiß. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn das besser ist. Wenn das besser ist, also es gibt garantiert einige, die es besser wissen. Das Doofe ist, wenn der O-Ring nicht reingeht, ne? Dann bewegt sich das auch nicht. Oh mein Gott. Schleif doch den O-Ring an. Ja, jetzt geht es schon mal nicht mehr raus. Das ist auch gut. Das ist dann die Kupplung einmal gedrückt und nie wieder raus, oder was? Ich glaube nicht, dass du gerade die Kupplung gedrückt hast. Nein. Wenn du später ja, ich weiß. Weil der Dichtring so eng ist, dann drückst du es rein und der kommt nicht wieder raus. Hält dann fest. Obwohl, das glaube ich nicht bei den drei dicken Federn. Ich auch nicht. Ich will jetzt einmal einen Versuch starten, ob ich den alten reinkriege, weißt du? Ja. Der ist natürlich, da ist der O-Ring dünn und flach schon. Also ab, nicht abgenutzt, aber vorgepresst so. Ja, ist aber eigentlich wieder die Sache, eigentlich wenn wir den neuen rein haben, ne? Richtig. Jetzt will ich nur mal die Vergleich machen, ob es denn überhaupt reingeht. Ja, der geht rein. Der ist sofort weg. An dem Moped ist nichts einfach, ne? Nee. Nichts. Nichts! Jetzt probieren wir mal. Also Gerrit hat jetzt reingeprügelt. Was? Ja, genau. Nur, dass er es mal gehört hat. Was? So, und jetzt will ich mal...
Guck mal. Da kuppelt es, ne? Ja, aber es ist doof, wenn die Schrauben fehlen, ne? Ja, gut. Jetzt müssen wir es mal, aber das geht auf jeden Fall. Ich mache hier auch wieder eine Schraube rein, ne? Da können wir ja nachher auch einen Sperrring draufsetzen, oder? Ja. Ja, glaube ich, schön. Jetzt machen wir mal die Schrauben rein, die neuen. Ja, dann haben wir das Getriebe noch gesetzt. Ja. Da haben wir noch einen weiteren Meilenstein geschafft, würde ich sagen. Meilenstein. Für mich, ja. So, Gerrit schraubt hier gerade fleißig das Getriebe fest und als nächstes steht an, zusammenbauen, ne? Ich würde jetzt als nächstes die Elektrik, ja, eigentlich die Elektrik ein bisschen in Ordnung bringen, das Schutzblech wieder einbauen, da, ne, die Stoßdämpfer einsetzen, Kardanantrieb einsetzen, Kardanantrieb abfetten. Ja, und ich denke, beim Kardan sehen wir uns wieder. Schutzblech einbauen, das sind halt drei Schrauben und ja, wie man eine Masseverbindung wieder anbringt, ist jetzt auch noch keine Überraschung, würde ich sagen. Und dann hast du eben schon gesagt, wir können ja schon mal ein bisschen spoilern, wir wollen ja noch mal eine Ventile und der Vergaser kommt runter. Der Vergaser kommt jetzt runter, habe ich mich entschieden. Es kommt ein Delorto drauf. Mhm. Und Zündzeitpunkt kontrolliere ich nochmal, obwohl ich das glaube vor einem Jahr schon mal gemacht habe. Aber ich bin mir unsicher, was ich damals gemessen habe. Ich will es jetzt einfach durchchecken. Und wie gesagt, ich will die Ventile checken. Weil wenn wir sie jetzt einmal auf dem Tisch haben, machen wir das auch. Richtig. Und beim Vergaser umbauen ist ein Tank abnehmen immer ganz angenehm. Und wenn wir das einmal gemacht haben, können wir auch gleich einen Ventildeckel mal aufmachen. Mhm. Das ist eine 10 Minuten Sache und ich glaube, da begleitet ihr uns ein bisschen dabei, wenn ihr wollt. Und dann bis bald. Bis bald. Tschüssen. Tschüss. Und Videos gucken, die neuen, also die alten und so, ne? Gucken!